Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Pokémon Kakerlaken Speedpaint. Heute gibt es Nebulak zu sehen. Bevor wir zum eigentlichen Motiv kommen, erstmal ein Yay dafür, dass der erste Typ vollständig ist. Gut, es gibt nur drei Geister-Pokémon, es gibt aber auch nur drei vom Typ Drachen und sogar nur zwei vom Typ Stahl. Und beiden fehlen jeweils noch zwei. Ebenfalls nur noch zwei Pokémon fehlen beim Typ Eis. Welcher Typ ist wohl als nächstes vollständig? Was meint ihr? Einer der drei oder vielleicht ein ganz anderer? Rein theoretisch könnten ja jetzt auch ganz viele Pokémon des gleichen Typs kommen und dann, naja, zieht ihr an den anderen vorbei. Ich glaube, ich mache mir über sowas immer viel zu viele Gedanken. Schreibt mir doch einfach mal eure Vermutung in die Kommentare. Aber nun endlich zur Karte selbst. Ich hatte ja schon in den anderen Geist-Pokémon-Videos erwähnt, dass ich mir für Nebulak gerne den Friedhof als Hintergrund aufheben will. Und naja, gesagt, getan. Hier sind mehrere Nebulak, die in der Nacht auf einem Friedhof herumspuken. Ich habe versucht, mehrere Elemente, die alte Friedhöfe so ausmachen, in den Hintergrund einzubauen. Ein steinernes Tor, durch das man gehen kann, Kreuze und andere Grabsteine, ein schmiedeeisernen Zaun und ein paar Bäume im Hintergrund. Also an sich nichts Besonderes, ganz klassisch Friedhof eben. Da Nebulak Geister-Pokémon sind, dachte ich mir, dass dieser Gasteil von ihnen sicher auch ein bisschen durchscheinend ist und wollte das gerne so auf der Karte einbauen. Die Farben werden zwar zum Großteil geschluckt, aber immerhin erkennt man grob die Umrisse der Dinge dahinter. Das verleiht dem Ganzen irgendwie etwas mehr Geisterhaftigkeit. Ansonsten sind die Farben dunkel, aber auch nicht zu dunkel. Man sollte alles noch gut erkennen können, ganz so, als ob die Sonne zwar schon untergegangen ist, aber dennoch ist es noch dämmerig und naja, alles ist irgendwie noch so ein bisschen zu erkennen. Ihr wisst sicher, was ich meine, auch wenn es mir gerade schwerfällt, das ordentlich zu beschreiben. Ansonsten durfte hier natürlich auch wieder das Weiße nicht fehlen. Ich meine, es sind Geister und dadurch wird Nebulak eben vielleicht nochmal ein bisschen spukiger. Auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr die anderen Videos dieser Reihe noch nicht kennt, schaut sie euch gerne an. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und damit bleibt wieder einmal nur noch übrig, das Pokémon fürs nächste Mal zu ziehen. Morgen wird es wieder ein Wasser-Pokémon geben. So langsam sollten wir doch wirklich nicht mehr so viele davon haben, oder? Auf jeden Fall könnt ihr morgen Simon sehen.